Sehr geehrter Herr Staatsminister Braun, meine sehr geehrten Ministerinnen und Minister, Staatssekretäre, Abgeordnete, liebe Verbraucherschützerinnen und Verbraucherschützer, liebe Gäste. Viele von Ihnen werden das Wochenende auf dem Balkon, im Garten, vielleicht sogar im Freibad verbracht haben. Das Motto des heutigen 5. Deutschen Verbrauchertages: Teilen, haben, teilhaben, werden Sie dann vielleicht auf Ihren Picknickkorb, die Strandmatte oder den Grill bezogen haben. Viele von uns werden aber in Gedanken in Griechenland gewesen sein, wo Teilen, haben, teilhaben gerade eine ganz andere Dimension hat. Eine Woche geschlossene Banken, maximal 60 Euro am Bankautomaten und sehr viel Ungewissenheit, was noch passieren wird. Manch ein Mensch in Griechenland wird sich fragen, wie seine Regierung ein Referendum ansetzen konnte und gleichzeitig die Ablehnung dessen zu empfehlen. Zocken mag am Pokertisch Spaß machen, aber nicht in der realen Welt und nicht mit 11 Millionen Menschen als Einsatz. Andere werden sich in Griechenland an die Vorgängerregierungen und deren gebrochene Versprechungen erinnern. Insofern sind in dieser aktuellen Debatte einseitige Schuldzuweisungen nicht kompatibel mit der Wirklichkeit. Und auch jedes akademische Jubeln, das von manchem Ökonomieprofessor lang herbeigeschriebene und manchmal auch geschrieene Grexit endlich vor der Tür stehen könnte, ist mindestens genauso zynisch. Wird Europa gerade seiner Verantwortung gerecht? Ich muss sagen, ich habe mich das Wochenende sehr schwer damit getan, hier ein Urteil zu fällen, weil bei Verhandlungen naturgemäß viel Taktik im Spiel ist und man als Zeitungs- oder Medienleser nicht beanspruchen kann, alles zu wissen, was hinter geschlossenen Türen gesprochen wurde. Aber es geht in Europa um mehr als Pädagogik und den verständlichen Ärger über einzelne, laut nervende Ministersolisten, sondern um die Zukunft und Solidarität dieses unseres Kontinents. Und man sieht sich im Leben und erst recht in der Politik immer zweimal. Und bei anderen Entscheidungen wird die Europäische Union Griechenland wieder brauchen. Ich hoffe, auch das wurde in den vergangenen Tagen ausreichend bedacht. Ich hatte gestern Kontakt mit unseren griechischen Verbraucherschutzkollegen, weil ich wissen wollte, was sie denken, was sie fühlen, was sie beschäftigt. Und dann höre ich von 50% Jugendarbeitslosigkeit bis heute, den auch in den Medien zu sehenden Schlangen vor den Geldautomaten. Dann erzählen sie mir von Banken, die an Rentner keine EC-Karten mehr ausgeben und die somit seit heute nicht mal mehr die 60 Euro am Tag abheben können. Unsere griechischen Kolleginnen und Kollegen hoffen noch auf eine politische Lösung im Laufe der Woche, bevor ihr Land endgültig pleite geht. Griechenland ist kein Unternehmen, das mal eben durch eine Insolvenz muss, sondern ein Land mit Menschen. Und insofern appelliere ich sowohl an die griechische Regierung wie an die EU-Verantwortlichen, eine gemeinsame Lösung zu finden, weil erfahrungsgemäß ansonsten die Menschen den Preis dafür zahlen müssen. Und wenn das nicht mehr möglich sein sollte, obwohl man in der Politik an Wunder glauben soll, brauchen die Griechen praktische und gelebte Solidarität bei Produkten, die sie womöglich im Fall eines Grexit wie Importmedikamente oder andere lebenswichtige Dinge nicht mehr importieren können. Und wir brauchen eine harte Antwort auf jegliche Spekulanten, die sich jetzt womöglich nach Griechenland andere Länder aussuchen als ihr Zielobjekt. Nach der Lehman-Pleite hat es auch Tage und Wochen gedauert, bis die Spekulationsgefahr offensichtlich wurde und die Investitionsunsicherheit dann auch uns in Deutschland getroffen hat. Und insofern hoffe ich, dass Herr Draghi und die EZB und die EU keine Spekulationswelle zulassen werden. Soll es heute trotzdem um die Chancen, Verlockungen und Risiken der Sharing Economy gehen? Ja.
weil wir Verbraucherschützer uns meistens erst um Themen kümmern, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Aber auch, weil Tauschhandel gerade in Krisen an Bedeutung gewinnt und weil es auch bei diesem Thema, was wir heute ausgewählt haben, um Verantwortung für künftiges Handeln geht. Das haben wir heute Morgen schon gehört. Sharing Economy verspricht uns viel Gutes. Wir können Sachen tauschen, teilen, statt sie neu zu kaufen. Wir können Geld sparen, Ressourcen schonen, mindestens in der Theorie. Aber es gibt auch Anzeichen für Risiken, für Probleme, Rechtsunsicherheit, geringere Standards, eine Abhängigkeit von immer größer werdenden Plattformen im Netz. Ich finde, Francesca Pick und Harald Welzer haben uns heute Morgen einen spannenden Einblick in die Debatte gegeben. Dafür vielen Dank. Und das ist genau unsere Messlatte an den Deutschen Verbrauchertag. Beides, Chancen und Risiken, in den Mittelpunkt unserer Debatte zu rücken. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute darüber diskutieren können, dass wir so viel Zuspruch haben, auch von der Politik, und dass nachher Herr Braun uns stellvertretend für die Kanzlerin auch hierzu einen Impuls geben wird. Fragt man den Markt, dann liegt die Zukunft im Teilen. Innerhalb von 4 Jahren haben sich die Investitionen in Start-ups der Sharing Economy um das 20-fache gesteigert. Doch in der Gesellschaft ist die Sharing Economy noch nicht angekommen. Wir wollten wissen, was die Menschen denken und haben sie deshalb gefragt. 88% der Menschen in Deutschland können sich vorstellen, selbst Dinge mit anderen zu teilen, statt sie zu besitzen. Aber für 79% kommt das nur im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis in Frage. Den Verbraucherinnen und Verbrauchern ist die Kultur des Teilens deutlich näher als der Gedanke, damit Geld zu verdienen. Zumindest noch. Und bei konkreten Angeboten wie Mitfahrgelegenheiten, Carsharing, Bikesharing, da sieht das schon anders aus. Mehr als die Hälfte der Menschen kennt sie. Die tatsächliche Nutzung liegt noch dahinter zurück. Haben statt teilen, praktisch scheren wir noch wenig in Deutschland. Theoretisch würden Verbraucher vieles teilen. Werkzeuge, Autos, Fahrräder, Bücher, CDs, Gartengeräte, vor allem Rasenmäher. All das sind die Dinge, die die Menschen nennen, wenn wir sie in den letzten Wochen gefragt haben. Auf die offene Frage, was für das Teilen eher ungeeignet sei, entgegneten übrigens 11% der Menschen, meine Frau oder mein Mann. Merkwürdig, dass das überhaupt in Erwägung gezogen wird. Dinge zu teilen, statt sie zu haben, der Gedanke ist nicht neu. Vorhin wurde schon mal die Genossenschaftsbewegung erwähnt, die Teilen miteinander seit Jahrhunderten kennt. Aber das Neue ist die Digitalisierung. Mit ihr wachsen Chancen, aber auch Risiken. Ich selber kenne die Chancen der Sharing Economy. Wenn ich zum Beispiel mobil sein möchte und über Carsharing ein Auto habe, das ich mir leihen kann, oder wenn ich bei Privatanbietern übernachte statt im Hotel. Wenn ich mit meiner Familie verreise, dann spart es bares Geld. Es ist einfach. Wir lernen Menschen und Gegenden kennen. Für unseren Sommerurlaub hat uns ein Apartment-Sharer 20 Seiten Reisetipps aus seiner Region zugemailt. Das ist Miteinander tolles Engagement. Es ist das Persönliche, das Sharing Economy auszeichnet. Auch als Nutzer gebe ich persönliches Preis, zum Beispiel, ob ich alleine reise, welche Interessen ich habe. Und wer Privates sucht, der sucht sich Nutzer natürlich auch aus. Und auch Nutzer prüfen Privatanbieter anhand persönlicher Daten. Profile entstehen und Bewertungen, ein Marktplatz der Reputationen, den aber keine Marktaufsicht kontrolliert und dem Verbraucher auch nicht trauen. Nur jeder dritte Nutzer glaubt, dass Bewertungen Vertrauen schaffen. 3 von 4 Menschen meinen, Bewertungen seien manipuliert. Und mehr als die Hälfte der von uns befragten Internetnutzer befürchtet, dass Informationen über Nutzer an Dritte gelangen. Persönliche Daten sind eben auch in der Sharing Economy eine Währung und Voraussetzung, um teilzuhaben an der Teilkultur. Aber wenn wir die Sharing Economy als neuen Marktplatz sehen, müssen wir auch dafür sorgen, dass sich Verbraucher auf diesem Marktplatz sicher bewegen können. Sicherheit ist offline wie online ein wichtiges Bedürfnis. 2 politische Weichenstellungen werden gerade vorgenommen, die helfen können, den Schutz der Daten zu erhöhen. Das ist zum einen die Verbandsklagebefugnis bei Datenschutzverstößen und die allgemeine Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union, um die Europa seit über 3 Jahren ringt. Warum ist das wichtig?
Weil immer wieder verstoßen Unternehmen gegen Datenschutz. Nicht allen Verbrauchern fällt das auf. Und wenn, dann sind die Hürden hoch und lebensfremd, alleine juristisch dagegen vorzugehen. Richtigerweise sieht der Koalitionsvertrag eine Klagebefugnis für Verbraucherverbände, zukünftig auch beim Datenschutz vor. Es ist ein wichtiges Instrument, um den Schutz persönlicher Daten wirksam durchzusetzen, denn solange Unternehmen keine Konsequenzen befürchten müssen, wenn sie Verbraucherdaten unrechtmäßig speichern, sie verwenden, dann werden sie ihre Praxis nicht ändern. Deshalb appellieren wir, nicht unnötig Zeit zu verlieren. Regierung, Parlament sollten den Gesetzgebungsprozess schnell abschließen, damit die Verbraucherrechte auch dann besser durchgesetzt werden können, wenn es um so etwas Wichtiges wie unsere Daten geht. Und viele Daten- und Verbraucherschützer arbeiten schon bisher gut zusammen, dass Recht haben und Recht bekommen nicht auseinanderfällt. Und deshalb, sehr geehrter Staatssekretär, sehr geehrter Staatsminister, hier brauchen wir Ihre Unterstützung, dass Zusagen aus dem Koalitionsvertrag auch Wirklichkeit werden. Und zweitens, mit der allgemeinen Datenschutzgrundverordnung werden in der Europäischen Union jetzt just in den nächsten Monaten die Weichen gestellt für das Schutzniveau der nächsten Jahre. In den anstehenden Trilogverhandlungen zwischen Parlament, Kommission und Rat dürfen rote Linien aus Sicht des Verbraucherschutzes nicht überschritten werden. Und dazu gehören Grundsätze der Einwilligung und der Zweckbindung. Es muss klar sein, wofür ich meine Daten, die ich preisgebe, wofür die genutzt werden, dass Voreinstellungen, Privacy by Default, dazu führen, dass keine Daten gesammelt werden, die nicht notwendig sind. Und aus persönlichen Daten können sehr sensible Profile gebildet werden. Und darum brauchen wir auch hier klare Regeln, wie Profilbildung erfolgt, wie sie korrigiert werden kann und was damit geschieht. Wer weiß, wo und was ich einkaufe und wie ich meine Wochenenden verbringe, weiß womöglich mehr über mich als ich selber. Und dass Verbraucher für diese Gefahren sensibilisiert sind, zeigt eine andere Umfrage von uns, die wir im April durchgeführt haben. 81% der Menschen glauben, dass Profilbildung im Netz mehr Nach- als Vorteile bringt. Deshalb müssen Verbraucher hier geschützt werden und die Hoheit über ihre Daten behalten. Die Chance, einheitliche Daten auf hohem Niveau in der EU zu etablieren, darf nicht vertan werden. Deutschland kann stolz sein auf seine Standards. Und darum müssen wir darauf achten, dass wir diese Standards nicht verspielen. Auch in der Sharing Economy müssen Schutz- und Standardniveaus gelten. Sie geben uns Sicherheit im Konsumalltag. Deshalb darf die Sharing Economy eben nicht als Deckmantel genutzt werden, um Verbraucherschutzvorschriften zu umgehen. Wer gewerblich Zimmer vermietet, muss auch Brandschutz und Hygiene garantieren. In Berlin bietet Airbnb über 10.000 Wohneinheiten, über 30.000 Schlafplätze an. Mich interessiert schon, wie viele Angebote davon wirklich privat sind und wie viel gewerblich. Knapp 10% der Anbieter vermieten mehr als eine Wohneinheit, einige sogar mehr als 20 Wohneinheiten. Das übersteigt deutlich den Rahmen eines privaten Zusatzgeschäftes. Hier brauchen wir Klarheit. Wer ist ein Privatanbieter und wer ist ein Gewerbetreibender? Wer ein Gewerbe betreibt, muss entsprechende Vorschriften einhalten, auch wenn er Airbnb und andere als Vertriebskanal nutzt. Aber natürlich gibt es in der Sharing Economy auch echte Geschäfte von privat zu privat. Und hier ist es wichtig, dass wir anders daran gehen. Die Herausforderung ist, keine rechtlichen Hürden aufzubauen, die private Anbieter abschreckt. Wir brauchen deshalb einfache, handhabbare Vorschriften, die privaten Anbietern die Sicherheit geben, nicht gegen geltendes Recht zu verstoßen und Nutzer die Gewissheit, im Ernstfall geschützt zu sein. Und hier ist es wichtig, dass wir, dass die Politik die Vermittlungsplattformen adressiert. Ich erwarte von den großen Plattformen, dass sie die Qualität der vermittelten Dienste sicherstellen, indem sie zum Beispiel Versicherungen gegen Unfälle oder gravierende Schäden anbieten oder selber abschließen. Stellenweise bietet die Sharing Economy auch den Anlass, Vorschriften auf ihre Sinnhaftigkeit zu überprüfen und sie zu lockern, wo es notwendig ist. So ist es zwar nach wie vor wichtig, dass jeder seine Fahrdienste gegen Geld anbietet, nachweisbar sicher fahren und bitte auch klar sehen kann. Aber im Zeitalter von Navigationsgeräten ist es nicht mehr erforderlich,
die Erlaubnis zur gewerblichen Beförderung von Personen davon abhängig zu machen, dass ein Bewerber eine Prüfung zur Ortskenntlichkeit abgelegt hat. Umso mehr ist Wettbewerb gerade auch unter Vermittlungsplattformen wichtig. Diesen Wettbewerb anzuregen, im Gang zu halten, nicht auf Monopole zuzusteuern, wird zum Beispiel durch Datenportabilität, also das Recht, die eigenen Daten bei einem Wechsel mitzunehmen, befördert werden müssen. Versicherungsschutz, Gewährleistung, Haftung, all das ist Verbrauchern wichtig. Sie wollen Sicherheit auch in der Sharing Economy. All das können wir mit Umfragen belegen. Verehrte Damen und Herren, lassen Sie mich, wenn wir über Sicherheit und Standards sprechen, zum Schluss noch ein Wort zum Thema Freihandel sagen. TTIP ist in aller Munde. Und aus meiner Sicht gilt hier ein klares Ja. Wir brauchen den Freihandel mit den USA. Ja, TTIP könnte eine große Chance sein, aber wir haben Bedingungen dafür. Wir nehmen die Verbrauchersorgen ernst, die fürchten, TTIP könnte bewährte Standards untergraben. Freihandel kann Wohlstand fördern, wenn er zu günstigen Preisen und mehr Produktauswahl führt, auch wenn er zu fairen Bedingungen erfolgt. Und ich glaube, niemand wird bestreiten, dass etwa der europäische Binnenmarkt für Verbraucher in den letzten Jahren und Jahrzehnten zahlreiche Vorteile gebracht hat. Wobei die EU glücklicherweise gerade heute mehr ist als nur ein gemeinsamer Markt. Gerade deshalb, weil hier Handelsinteressen, Verbraucher und Umweltbelange nicht dominieren. Was Standards direkt oder indirekt gefährdet, was politische Willensbildung, Stichwort regulatorische Kooperation, verkompliziert oder verlangsamt, und was unternehmerische Einzelinteressen durch überholte Schiedsgerichte jenseits der Ausländerdiskriminierung bevorzugt, all das muss ausgeschlossen werden. Eine mutige Diät, ein TTIP-Light, wenn Sie so wollen, könnte das Abkommen doch noch zu einem Abschluss bringen, so dass es den Menschen dient und nicht nur Handelsinteressen. Der Verbraucherzentrale Bundesverband und seine Mitglieder, die Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, sind diskussionsfreudig, kämpferisch und konstruktiv im Sinne des Verbraucherschutzes. Auf dem heutigen Tag werden wegen der Entwicklung in Griechenland aber womöglich mehr Moll als Durtöne zu vernehmen sein. Verbraucherschutz braucht Bündnispartner in der Politik. Deutschland hat in vielen Bereichen ein Schutzniveau erreicht, auf das sich Verbraucherinnen und Verbraucher verlassen können und das wir nicht verletzen dürfen. Mit den neuen Möglichkeiten des globalen Marktes und der Sharing Economy bieten sich hier Chancen, aber bitte nicht auf Kosten unserer Rechte. In dem Sinne bin ich gespannt auf die Ausführungen von Herrn Staatsminister Braun. Sie haben das Wort. Vielen Dank.